Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Great Fireworks, und heute, wie versprochen und wie gewünscht von euch, ich habe im vorletzten Video gefragt, ob ihr ein Video haben wollt, wo ich meine Feuerzeuge vorstelle, und jetzt ist es soweit, ihr habt 100% für ja gestimmt, waren zwar ein paar Stimmen, also waren halt wenig Stimmen, aber ist halt 100%, und ja. In diesem Video stelle ich halt alle, also nicht alle, sondern 5 von meinen Feuerzeugen, die ich an Silvester benutze, stelle ich jetzt hier vor. Und gebe euch eine auf den Kaufempfehlung, Beratung, eine auf den, oder zeigt es euch einfach so, weil, ja, wenn man das halt so macht. Naja, wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, dann lasst jetzt schon mal einen Daumen hoch oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr den zweiten Teil wollt. Und liked das Video, und dann würde ich sagen, viel Spaß. So, wir haben hier als erstes, fangen wir mal ganz klassisch an hier. Habe ich eigentlich an Silvester, ehrlich gesagt, gefunden. Das hatte ich halt, wir waren halt Silvester ab 18 Uhr so einläuten. Also 18 Uhr einläuten, waren wir halt so auf dem Lidl-Parkplatz bei mir in der Nähe, und da lag das halt so rum, weil ich glaube, da waren schon Vorleute, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr so. Auf jeden Fall hatte ich das dann so Neugier halt genommen und geguckt, ob es funktioniert, und ja, es funktioniert, ist jetzt hier gerade ein bisschen windig, aber hat eine sehr schöne Flamme, ist gerade auf Plus, aber wenn man auf Minus geht, so, mal sehen, hat trotzdem eine große Flamme, auch wenn es auf Minus ist, und Plus nochmal, brennt ordentlich, und kann man auch ab 0 Uhr, wenn es ein bisschen stürmischer ist, mit Handrohr kann man gutes Feuer machen. Gut, ja, das zweite, das zeige ich jetzt lieber nicht von vorne. Ja, das sieht ungefähr so aus, ist auch ein ganz normales Sturmfahrzeug, ist diesmal ein Sturmfahrzeug. Hier oben, Brenner, ist schon benutzt worden, weil ich hatte das halt am Silvester benutzt. Und ja, man sieht das jetzt nicht so auf der Kamera, aber es hat halt eine sehr freundliche Farbe. Ist grün, also hat eine grüne Flamme, wenn es richtig aufgeladen ist, ist es leider nicht ganz voll. Aber ist halt dann ein bisschen stärker die Flamme und besser für 0 Uhr, weil Sturmfahrzeuge sind eigentlich allgemein gut für 0 Uhr, beziehungsweise allgemein gut für Silvester, weil, wisst ihr glaube ich selber, weil wenn es ein bisschen stürmischer ist oder so wie die letzten Jahre, war es halt sehr regnerisch, und dann gehen Sturmfahrzeuge eher weniger aus. Jetzt habe ich hier das zweite Sturmfeuerzeug, ist auch echt ein sehr gutes Feuerzeug, habe ich auch ehrlich gesagt an Silvester benutzt, brennt nur manchmal, hier hat eine grüne Flamme, wie man sieht, ist ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr gutes und zuverlässiges Feuerzeug. Also einmal aufladen, dann hast du davon ja fast den ganzen Silvesterabend was von. Außer wenn es halt vor nur halb voll ist oder so. Man kann es halt nicht sehen, weil es ist halt dunkel, wie man sieht. Und ja. Was sehr gut ist, finde ich, an dem Feuerzeug, wie gesagt, die grüne Flamme bleibt halt auf Dauer. Und man kann, wie gesagt, sehr gute Böller damit anzünden, sonstige Sachen. Man kann auch Kerzen damit anzünden. Ja, also ist auch ein Favorite von mir, was ich an Silvester dann benutzen würde. So, kommen wir jetzt zu dem Big-Feuerzeug. Big ist, glaube ich, so Feuerzeugmarke, die ist eigentlich normal. Ist halt ein ganz normales kleines Feuerzeug in Gelb. Sieht halt gut aus. Liegt gut in der Hand, ehrlich gesagt auch. Ist schön klein. So kann man auch mal irgendwie mit, so für die jüngeren Leute, wenn sie mal über den Tag draußen böllern wollen oder an Silvester halt so die Eltern so sagen, nein, erst um 0 Uhr, und die sagen, ihr geht raus oder so. Kann man sich das gut in die Socke stecken oder in die Hosentasche oder sonstiges. Auch gut im Rucksack. Aber wie gesagt, Leute, passt auf bei Feuerzeugen. Es ist die Gefahr, wenn es warm ist, dass sie einfach platzen. Weil ich weiß ja nicht, ob ihr Mr. Pyromanager guckt. Auf jeden Fall bei ihm in seiner Instagram-Story ist ihm nämlich durch die Hitze sein Manager-Brenner schön explodiert. Und das Ausmaß wollt ihr euch gar nicht denken. Es gibt nämlich Leute, die haben sich damit schon so einige Sachen weggesprengt. Na, wie gesagt, das Feuerzeug ist ein sehr gutes. Brennt schön, hat eine lange Dauer. Ist auch nicht zu unhandlich wegen der Kindersicherung oder sowas, sondern lässt sich sehr gut brennen zum Drehen. Ja, auch ein guter Favorite von mir vor 0 Uhr. Kommen wir zu meinem, also jetzt zu dem letzten in diesem Video, und das ist mein absoluter Favorit. Zwar, man sieht, zwei Brenner, beziehungsweise eine normale Flamme, wie bei dem gelben Big-Feuerzeug, wie bei dem hier. Also einmal so eine Flamme. Und einmal eine Sturmfeuerzeugflamme. Also hier kann man dann über die Knöpfe bedienen. Hier auf Plus-Minus kann man das alles auch ändern.
welche Flamme auf Plus sein will, welche auf Minus. Machen wir erstmal beide auf Minus. Minus. Hier unten, wie gesagt, mit anders auf. Ist ein sehr gutes Feuerzeug, das habe ich, ehrlich gesagt, von einem Kumpel bekommen. War einfach mal so dabei, hat mir halt geschenkt. Und ja, es gibt das auch noch in verschiedene Farben. Also gibt das in Schwarz, Rot, Gelb. Wenn ich einen Link finde von dem, packt euch hier in die Beschreibung. Und ja, das ist die normale Flamme auf Minus und um eine Sturmfeuerzeugklamme auf Minus. Sehr gut und doll. Wie gesagt, mein Favorite, was ich an der Silvester hatte, habe ich in den letzten Videos gesehen. Da habe ich fast alle Vergleiche mit diesem Feuerzeug gemacht. Und jetzt nochmal Plus. Ja. Da ist eine schöne Flamme. Und hier nochmal. Ja, wie gesagt, das müsste so ein Preis, so 2 Euro. Mehr kostet sowas nicht. Also mehr kostet das nicht. Ist, okay, man kann es halt, es passiert halt ein bisschen, dass es abprallt, aber das ist halt, glaube ich, normal. Bei Feuerzeugen und Silvester, wenn es ein bisschen die Disco ein bisschen runterbrennt und dann halt ja, verschwärzt oder so. Ja, hier passiert das nicht. Hier, da, wenn das gut ist, ein bisschen das gut ist, das ja. Aber das kann man eigentlich... Ja, man kann es eigentlich sauber machen. Eigentlich. Naja, aber ist eigentlich sehr top Feuerzeuge, die ich habe. Wenn ihr den zweiten Teil wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da.